Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich bin hier noch fleißig dabei, sie auseinanderzunehmen. Ja, also mir ist hier aus Versehen, glaube ich, hier so Türkonsole oder Luftschleusenkonsole abhandengekommen. Das war jetzt nicht so gaut. Ne, er bewegt sich hier immer noch ziemlich fleißig hin und her. Ich hätte natürlich da gerne einfach so diesen rausgenommen, ne? Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie ich das am dümmsten denn so machen kann, ne? Ich nehme erstmal hier dieses Stück Leiter raus, weil das wird uns auf jeden Fall stören. Ich jetzt hier gleich den Versuch machen werde. Ach so. Na gut, dann ist das einfach. Ich dachte jetzt, wir haben doch letztes Mal geguckt, ey, nicht gefunden, woran das hängt. Aber so können wir jetzt ja einfach rausziehen, ne? Guti, und dann geht er los hier, unser 1,2 Millionen Teil, ne? So, zack, das war's dann schon. So, und ich wollte schon sagen, da hatten wir da einen gehabt hier letztes Mal noch. Oh, das können wir ja auch. Schaltkreise nochmal. Geil. Ich habe ein Kraftwerk zerstört. Wo sollte das denn hin? Ich habe ein Kraftwerk zerstört. Verstehe ich nicht, ne? Aber ist mir eigentlich so, ja. Mehr als das hier auseinandernehmen oder so wollen wir ja eh nicht. Achso, das ist nur Licht. Ja, ist egal. So, dann können wir den hier noch schneiden. So, und den hier. Das letzte Mal habe ich die ja nicht gesehen so richtig, ne? Dann kann ich jetzt hier raus, oder was? Okay, ne? 5 minutes left, Kurt. How you use them is entirely up to you. We're out. Salvage deposited. Applying credit to account. Na, ich will hier nicht durcheinander machen, ne? Wenn die sagen, hier die Kabel brauchen wir nicht, das ist ein Schmelzofen und so was, ne? Dann ich will mich da ja auch nicht einmischen, ne? Ich bin ja jetzt hier nicht der Kabelstrom-Dingsbeauftragter, wie auch immer. Ich versuche einfach nur meinen Job zu machen, ne? Das natürlich dann so gut wie die Idee. Oh. Ich hab's doch nicht gesehen. Bleib doch hier. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Du 5 kommt ja. Ja, du kommst da rein. Wollte schon sagen. So, haben wir hier denn noch irgendwas drin, was vielleicht nicht. Da würde er jetzt noch rummeckern. Sonst hätten wir denn für nächstes Mal noch die wunderschönen Antriebe. Material accepted. Credits transferred. Okay. Das war gut geschleudert, ne? Okay, das geht anscheinend auch noch.
Ja, den Platz wirst du dir ja machen können, oder nicht? Ich muss schon sagen, jetzt nicht da übertreiben eure Rollen. Das muss ja alles noch gesittet hier voneinander gehen. So, bei denen wird es natürlich jetzt hier eine flockige Sache, ne? Weil ich weiß jetzt wieder nicht so richtig. Wie wir das hier am besten voneinander wegkriegen, ne? Also sprich hier, ich muss den ja hier irgendwie dann auch rauskriegen. Ohne dass mir jetzt alles hier explodiert, ne? Ja, am liebsten einfach den hier so abnehmen. Und dann sagen, dann ist das halt so. Okay. Naja, dass das jetzt so einfach geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Ganz ehrlich. So, sonst kann er ja nichts. Also. Wieder mal die falsche. Hier haben wir noch eine Konsole. So, wie sieht's hier aus? Das sind halt nur Elektroniken. Okay. Und so haben wir hier Schmelzofen, Schmelzofen, Schmelzofen. Eine Flasche. Look sharp, Cutter. 1 minute left on the clock. Warning. Low oxygen levels detected. Ja, ich glaube eh nicht, dass er schafft, da jetzt noch reinzuziehen. Dann haben wir natürlich beim nächsten Mal nur noch die Dings, ne? Die Schubdüse hier hinten, ne? Das wird natürlich dann nochmal ein richtiger Karacho-Mann sein, ne? Aber... ich glaube so, das wird er jetzt da nicht so schaffen. Critical oxygen levels detected. Consult the Lynx employee handbook on how to maximize your blood oxygen saturation. Das schafft er gut. Fast noch hingehauen, aber bam, Feierabend. Schade. 8,7 Millionen. Sehr schön. Also das würden wir locker schaffen, glaube ich. Da wird jetzt nicht so viel passieren. Glückwunsch, Abwracker. Wir haben eine neue Stufe erreicht, ne? Das ist gut. Dafür, dass wir ja 75 Milliarden Stufen noch haben vor uns, ne? Ja, ist ein kleiner Weg. Jetzt kommt natürlich ein bisschen Story noch. Jetzt werden sie wieder wieder hier unser Vorgesetzter Idiot da, ne? Good morning, Cutter 9346-52. All the team at Lynx would like to wish you a happy and productive day. Oha. Abfracker, bla bla bla, Systeme, Stromgeneratoren. Schiffssysteme, Stromgeneratoren, ja. Du bist nun dazu befugt, Bergungsarbeiten durchzuführen, die Stromgeneratoren betreffen. Stromgeneratoren sind ein verzweigtes Schutzschaltersystem angeschlossen. Um Stromfluss und Leistung zu regeln, entferne für eine sichere Bergung die Sicherung an jeden Schutzschalter. Kontrollleuchten am Schutzschalter zeigen das Stromlevel an. Sicherungen werden am besten ausgebaut, wenn das Stromlevel auf 0 ist. Hä? Sobald alle sicher entfernt sind, kann der Stromgenerator sicher ausgebaut werden. Ja, das wird ja jetzt nochmal Millionen einbringen. Warte, brauche 5 Kopien von dir selbst. Okay, alles klar, habe ich geschafft. Ich bin ein Ersatzteillager. Okay, gut. Got a bit of a surprise for you this morning, 52. Uh-huh. Well, I think we should talk this through a bit more. Yeah, yeah, Joseph. Something you'll learn about being a manager, always be pushing your people. It's how they grow. Now, I see so much confidence on this crew. I think it's time to bump
everyone up a hazard level. Hal, this is too soon. I really don't see eye to eye with you on this. Well, sometimes you need an outside perspective on things. All right, Joseph. Go ahead and train up 52 here when they're ready. Sorry, Cutter. I'll help ease you into this. Just let me know when you're ready to start training. Weaver out. Ja, kannst ja machen. Mich stürzt nicht. Aber erst habe ich eine Mission und möchte das hier auch fertig machen, bevor ich jetzt ein Training mache. Deswegen machen wir unser Schiffchen noch down. So viel haben wir ja nicht mehr. Hinten kann er das ja da noch einziehen. Das ist ja ziemlich gut. Raw material processed. Credits deposited. So. Cluster dangerously unstable. Proceed with caution. Ich weiß ja nicht, wo das jetzt alles hier hintreibt, aber ist okay. Das haben wir soweit geschafft, dann können wir den nämlich hier schon drüben mal reinmachen. Der Vorrat an meine Verbinder? Das wäre aber nicht so cool, ne? Aber normalerweise bräuchten wir das auch nicht mehr. Zumindest nicht mehr so. Ist das hier was Wichtiges? Klar, wie ich hier ist ja alles, aber kann das ja jetzt hier einfach so darin flatschen, dann kann das zumindest nicht mehr explodieren, ne? Jo, gut. Dann machen wir den letzten noch. Und dann haben wir es voll. Geil, ey. Zumindest das klappt hier ziemlich gut. Guck mal, kann ich die Kappe nicht auch noch abmachen, Alter? Ach ne, die kann man. Okay. Man muss es ja alles mal trainieren, ne? So. Ist ja Crashing Alarm. Achso. Weil sich da jetzt abpace oder was? Ist ja eine ganz süße Sache, ne? Caution, out of tethers. Ja, ist okay. Eigentlich normal brauche ich auch keine mehr, weil das war jetzt hier. Processing object. Dann haben wir eigentlich so ziemlich alles gemacht, ne? Ja, Level 5 ist geritzt.
So. Und dann ist es damit auch Geschichte. Mach da mal. Müssen wir natürlich warten. Ist logisch. Aber ich meine, Verbinder können wir ja schon mal kaufen. Welcome to Vendetron 9000. Processing valuable deposit. Credits transferred. Der hat das irgendwie nicht gemacht, ne? Der hat die Uffi eben bei der was im Weg war. Ich hätte ja auch zur anderen Seite bringen können, aber naja, mein Gott. Ist egal. Wir wollen jetzt hier eigentlich nur noch unsere 3 Millionen abholen und dann ist das eh Geschichte. Jetzt hat er das schon wieder weggemacht, ne? Was ist denn sein Problem jetzt hier? Gib mir mal jetzt viel Griechen dafür. Das sind 200.000, du Arsch. Gib mir das Geld. Die Monetas. Ist ja nun mal so. Muss ich denn jedes Mal rumschuschen? Gut. Alles klar. Ja, gib mal, das ist noch viel, viel mehr als wir dachten. So, ab zurück. Vielen Dank. Für das fette, fette Geld nochmal 4,5 Millionen. Guck mal, so viel haben wir gar nicht mehr, ne? Ja, ist ein Witz. Ich weiß. Sollte auch witzig sein. Zumindest in meiner Welt. Meine Welt ist das manchmal auch witzig. Aber nur manchmal. So, wir drücken hier. Und dann hauen wir mal. Good morning, Shipbreaker. Your Theta Wave levels are high. Please administer 2 caffeine pods before starting your shift. Ich bin übermüdet, deswegen muss ich Koffein schlucken. So. Ja, wir gucken uns mal die Trainingsmission an. Ne? Da können wir ja auch ein bisschen Geld machen. Das ist ja so das Schöne dabei. Ne? So, Training. Wissen wir natürlich noch nicht, was und wie und wo. Nur wir müssen die Elektrik irgendwie da machen. Mit Sicherung raus und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, ey, wie das denn gleich aussieht. Aber gucken wir mal. So. Hey there, Cutter. Gonna really need your full attention today. No crutch. Going over the power generator. A dumbbell of some kind. Hold up now. Check it. Training time has not been authorized. You know what? We have quotas to meet. Cricket, Pete. Hal, power generators are highly hazardous. Joseph, off again, you've got to promote self-sufficiency in your team. Let 52 here hash it out. Sorry, yeah, I'll get back to you. Nothing like a spare or two to let the lesson sink in. The food is sorely hurting up here. Trust Look, you me. I gotta report if we're not didn't getting didn't realize water. How good I had you it back when I was playing fish for a side. Pulse and attention now, right? Kill for a clam stew right about now. You used to fish Hell. For clams? All right, Cutter. I remember reading about Imagine clams. That's a task for you to follow. Never got to try some, though. Just only. Yeah, the work was mighty arduous for sure. But a warm bowl of clam stew was a nice break from the usual grub I was brought up on. Maybe one day, we can all grab a bowl together. Clam stew? Just oh, make sure I love that. You hold them Thanks, Weaver. Before going for the power generator. Okay, ja. Haben wir das jetzt? Ich weiß ja nicht, was jetzt hier da, also, das war ja mal übelst, ne? So, kann ich denn hier was machen? Sind das Schnittpunkte? Qualität Nummer 3. Aha. Kann ich durchschneiden? Naja, würde schon sagen. Und wie kann ich den Kranz hier mitnehmen? Kann ich gar nicht, ne? Ach man, wie war ich da? Ah, guck mal hier. Die kann ich aber noch machen, ne? Er will ja auch ein bisschen Geld hier machen, ne? Thank you.
Wie soll man die denn durchschneiden können? Verstehe ich nicht. Ja, ja, da schneidet der denn da durch. Das ist ja völliger Blödsinn gerade hier. Ja, okay. Völliger Blödsinn. Guck doch mal dieses Kolossus an. Ich kann doch hier gar nicht schneiden, ey. Wo ist denn hier überhaupt der Einjank? Das ist was für Stromgeneratoren. Ach, hier hinten kann ich ja mal schneiden. Aber schön, dass mir jetzt die Donau als Zeit angegeben wird, ne? Also so viel Training ist ja nicht. Wieso ja nicht dieses Gebabbel am Anfang? Das war schon so echt merkwürdig. Wie alle durcheinander geredet. So. Und dann weiß ich noch nicht mal, wo hier der komische Eingang ist. Ja, wo ist denn? Ach, da oben ist der Eingang. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ey. Gucken wir uns das mal an. Optional. Aha. Ey, ich bin mal gespannt, wo komme ich denn jetzt hin? Ja, und warum macht er nicht die Tür auf? Ja, totaler Blödsinn, wenn er nicht die Tür aufmacht, ne? Also klar, wir können schon mal die Poster mitnehmen, das ist ganz reizend hier, muss ich sagen. Poster sind mir irgendwie immer cool. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hier die Sicherung haben. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen gucken. Guck mal, da ist Strom irgendwie. Okay. Generator. These beauties carry a heck of a charge, so be extra careful or you'll be fried to a crisp. Okay. See those lights around it? Red means you need to disconnect more fuses before pulling this beast out. Okay, die blinken hier noch, ne? Also sicher. Was denn für Sicherung? Verkleidung? Ich weiß noch nicht mal, wo Sicherungen sind hier. Also erstmal sind wir hier auch drucklos, ne? Das heißt ja, ich kann ja hier erstmal schon mal gucken, wie ich rauskomme. Irgendwie so oder so müssen wir hier raus. So. So, weiß man nicht jetzt, wo wir hier... Oxygen reserves are low. Achso, okay. Den haben wir jetzt schon mal irgendwie frei gemacht. Okay, die Kappe ist schon mal... Okay.
Muss ja erstmal gucken, wie das hier so geht, ne? Ja, du kannst ja schon mal parken, ist nicht das Problem. Kein Problem. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, wie es weitergeht. Also bis dann. Ciao, ciao.